So, ja, willkommen zurück zu Let's Play GTA 4. Ich habe Playboy angerufen und habe ihm gesagt, ich bin bereit für eine Entscheidung. Und jetzt kann ich mir entscheiden, wen ich ausschalten werde. Und wie gesagt, oh, die sind ja hier direkt in der Nähe. Wie gesagt, ich werde Playboy töten, da gibt es gar kein Rütteln. An dieser Entscheidung halte ich auch fest. Und wir sind eh schon da und dann können wir ihm direkt eine Kugel verpassen. Oh, das ist eine Einbahnstraße, das habe ich nicht gedacht. So, direkt mal hier in der Parking Zone parken, damit das Auto auch hier bleibt. So, wir gehen dann direkt mit der M4 hoch, damit er Bescheid weiß, was Sache ist. Er hat ja nämlich ein paar Bodyguards da. Ew, Playboy X. Yo, Whitey's back. Yo, what you doing? You got rid of Dwayne already? I thought the old dog would have put up more of a fight. I didn't kill Dwayne. Well, what you doing back here then? Step to it, motherfucker. Well, I was thinking that maybe Dwayne is not the problem. Maybe it's you. Motherfucker! You think you can touch this shit? You think I got here by letting little bitches like you fuck with me? I own you! Nobody owns me! Entspann dich mal, Kollege, ja. Schließ einfach jetzt noch schnell mit deinem Leben ab. Gedenke allem, was du angestellt hast. Beichte nochmal, wenn möglich. Du wirst nicht mehr lange leben, Kollege. So viel ist sicher. Da ist auf jeden Fall auch noch einer. Wow, shit! Blöder Arsch, du Blöder. Der hat mich jetzt gut angebrezelt mit seiner Knarre. Das ist ja unfassbar. Gibt es hier irgendwo Heilung? Ich glaube nicht. Oh nein, jetzt läuft er weg. Was für ein Feigling, ey. Ich könnte kotzen. Ich hasse so Feiglinge, die andauernd abhauen. Das ist zum Kotzen, ey. Und ich habe auch noch fast keine Lebensenergie. Jetzt muss ich bloß aufpassen, dass mir hier nicht irgendwelche Gangster entgegenkommen. Eigentlich habe ich ihn noch nie entkommen lassen. Das ist mir völlig neu, dass der wegläuft. Ich habe ihn immer auf dem Balkon gleich erledigt. It was you or Dwayne. I chose Dwayne. Ice this punk. Komm schon, Tarek, einfach. Shit, wo will der denn hin? Ich fasse es nicht. Können wir irgendwie abkürzen? Ich schätze nicht. Ah, Mann, Playboy, mach's doch nicht so schwer. Da geht's nicht rein, Mann. Blöder Wichser, Mann. Arroganter Hund. So, der ist tot. Ich bin nochmal auf Nummer sicher gegangen. Rufen wir mal Dwayne an, der wird sich freuen. Dwayne, I dealt with Playboy. You should know that he asked me to end you first. He was going to pay me a lot of money to do it. Shit, man. Was a good kid back in the day. Always hungry though. Always wanted more. Maybe I should have seen it then. Kept a closer eye on him. You can't predict what people will become. You're right. I can't give you no money for helping me, son. But I got the deed to Playboy's fancy silk chic loft. You can have it. Hey man, I seen where you're living. You should take it. Nah. It'll make me remember the kid too much. Maybe you'll stop by my place sometime though. Hang out with me. I don't have many friends left, you know. I'll give you a call sometime soon, Dwayne. Later on. So, das ist sehr schön. Playboys Versteck gehört jetzt uns. Können wir gleich wieder rüberlaufen. Unsere Karre abholen. Ja, wir brauchen auch noch Heilung, Panzerung, bevor wir die nächste Mission angehen. Ja, das war ja wieder mal eine äußerst kurze Mission. Aus dem Weg. Deswegen werde ich noch eine Mission dranhängen, sonst wird das Video einfach zu kurz. Das ist ja auch nichts dann. Aber vorher, ab zum Waffenladen, der hier unten ist. Und dann würde ich sagen, wenn wir schon mal hier unten sind, oh, wir haben ja auch schon hier die dritte Stadt, den dritten Stadtteil schon freigeschalten. Da könnten wir uns auch mal irgendwie austoben. Aber erstmal fahren wir hier zum Waffenladen. Und dann machen wir da unten diese Ray Broccoli Mission. Diesen Mafiosi helfen wir. Der will auch irgendwas von uns. Schauen wir mal, was der von uns will. Aber erstmal, wie gesagt, Waffen. Wow, 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 wow.
Und einen Hotdog brauchen wir auch noch. Bevor es zu rund geht. Wir haben kaum mehr Lebensenergie. Also halten wir auch schon an einem Hotdog-Stand. Hier müsste eigentlich einer gleich kommen. Das ist ja kein Hotdog-Stand, das ich verstehe es nicht. Oder habe ich schon einen übersehen? Das gibt es doch gar nicht. Wo sind denn die Hotdog-Stände? Wie viel Uhr ist es denn? 6.19 Uhr. Ja gut, vielleicht haben die noch nicht offen. Und noch nicht aufgebaut. Doch, da ist einer. Sehr schön. Ich danke dir, Kollege. Dich kann man leider nicht überfallen. Ja, gib her, 5 Dollar drauf geschissen. So, on the block, yeah, on the block. Jetzt nochmal ein paar Waffen eingesackt. Und dann ist gut. Und dann machen wir eine Mafia-Mission. Oh! Und dann war es das auch schon wieder für heute. Schauen wir mal, was uns bei der Mafia-Mission erwartet. Ja, das Fragezeichen auf der Minimap haben wir immer noch. Das ist immer noch Michelle, mit der wir gar nichts zu tun haben wollen. Mit der wollten wir von Anfang an nichts zu tun haben, weil ich ja Bescheid gewusst habe, dass die undercover ist und so weiter und so fort. Aber sie hat sich ja dann auch geoutet. Oh, die Kokette hat ja eine nette Lackierung. Wieso hast denn du so eine coole Lackierung? Wie kommt denn das? Kollege, wo hast denn du die her? Das ist ja sexy. Geh mal raus hier aus dem Auto. Die Lackierung gefällt mir. Aber erstmal Radio ausmachen. Das geht ja gar nicht. So, der Waffenladen ist hier. Der wird sich auch freuen. Ich werde jetzt mal wieder richtig dick einkaufen. Bisschen Munition für die M4. Okay, okay. Kugelsichere Weste, jawohl. Wo ist die M4? Hier ist die M4. Kaufen wir Munition. Jawohl, mehr Munition geht nicht. Alles klar. So, jetzt sind wir wieder richtig gut ausgerüstet. Und Ray ist hier. Ray Buccino heißt er. Gut, gut, dann merke ich mir das jetzt. Ray Buccino, Ray Broccoli. Ja, das hört sich da alles gleich an. Ist ja egal, wie ich ihn nenne. Ich nenne ihn einfach Ray. So. Da wird sich Jerry nicht freuen, wenn wir mit den Italienern wieder irgendwas anstellen. Er hält ja nicht so viel von den Italienern. Deswegen zerschlagen wir ja gerade bei seinem Missionsstrang die ganzen italienischen Strukturen. Ja, die Bombe beim letzten Mal war schon ziemlich effektiv. Schauen wir mal, was Ray für uns hat. Vielleicht gibt es kostenlos was zum Essen. Oh, table for one? We got a beautiful bacala salad. I'm here for someone. I'm here for Ray. Oh, Ray, why did you say so? Ray's a beautiful man, you know what I mean? What? Thanks. Hey, Nikki! How you doing, kid? Fine. Hey. That Mick bastard friend of yours says you're okay. Good. That you're reliable. Yep. But can I trust you? Hmm? Why go through all this? Why stick your neck out? Why do all this work? Because I need the money. And because I can't do anything else. And because I'm good at it. Sure. And because I'm trying to find someone. Okay, maybe we can help. See how we do. So anyways, I got this friend. Only the friend ain't my friend no more because he ain't getting me the videos. Okay. Seems this guy does not respect the waste management business. Lives over in a project on Galveston near you. Name is Teddy Benavidez. Do what you gotta do. Somebody gets burnt, so be it. Fine. And you'll pay. Hey, you kidding? I'll pay double. Good. But you mess up, bad things are gonna happen. Mann, dass uns jeder immer gleich bedrohen muss. Was ist denn falsch mit denen? Ich habe eine fucking M4 im Anzug stecken und der... But you, when you mess up, things will get bad. Ah ja, Mann, Alter. Kannst mich mal, das weiß ich schon. Ihr seid ja auch nicht müde, es dauernd zu erwähnen. So, Ray hat uns geschrieben, Nikki, das könnte nützlich sein. Halt nach diesem Typen Alonso Ausschau. Er ist einer von Benavides Gorillas. Er wird dir sagen, was du wissen musst, wenn du überzeugend bist. Ciao. So sieht er also aus, okay. Ein Sportshirt an. Grau, blau.
Gucken wir mal, ob wir mit dem was anfangen können. Oder ob wir einfach gleich drauf losballern. Ich bin ja eher so der Amokläufer, der sofort loslegt, ohne irgendwelche Infos zu sammeln. Deswegen ist Nico auch so erfolgreich hier in Liberty City, ja. Weil ich einfach nicht warten kann. Aber vielleicht ist es ja nützlich, den Sporttrikomann mal Besuch abzustatten und vielleicht ein bisschen zu verhören. Ja, schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Wie weit ist es? Wo ist es denn eigentlich? Hey, 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 jetzt hast du mir einen Kratzer reingemacht. Das ist nicht weit, das ist gleich da vorne. Heidewitzka! Der sieht doch, dass ich da mit 200 km/h angerauscht komme. Es ist unfassbar und biegt trotzdem ab, Mann. Heidewitzka. Das Auto sieht aber noch gut aus. Kann man noch verwenden. Ja, ich würde ungern mit dem in Paint Spray fahren, weil dann ist die Lackierung weg. Ich weiß nicht, wie er die Lackierung da drauf bekommen hat. Keine Ahnung. So, hier sind wir auch schon. Da steht er. Da steht der Typ. Ich habe eine M4 in der Hand. Shit, man. He's up on the top floor, apartment 151K. You have to walk the last few floors. Elevator don't go up there. They're fixing it up. Na also, geht doch. Blöder Arsch, hättest du vorher auch sagen können. Da muss ich erst auf ihn zielen, damit er checkt, dass ich ernst mache. So, dann gehen wir mal hoch. Mit dem Lift kommst du bis in den 20. Stock. Na, das ist doch super. Die letzten paar Meter muss ich mich durchballern, schätze ich mal. Dann komm mal runter hier. Ist hier irgendwo jemand? Nein. So, das russische Killerkommando ist da. Obwohl wir ja gar kein Russe sind. Ich hätte ihn erschießen sollen. Ich hätte ihn erschießen sollen. Ich hab's mir gedacht. Pendejo. Ja, ja. So geht das nicht. Ja, dich da einfach hier um die Ecke zu verschanzen. Was ist los? Ja, natürlich. Ich werde euch alle töten. Blöder Arsch. Ihr mit euren billigen Waffen, ne? Oh, fuck. Zwei Schuss noch. Das ist nicht viel. Die müssen sitzen. Fuck. War doch voll auf die Hand. Unglaublich. Der lebt noch. Deswegen gibt es noch einen Headshot. Schauen wir mal, hier ist die Treppe. Ja, da hast du zu lange gebraucht zum Schießen, Kollege. Da bin ich einfach schneller. Da sind sicher auch noch welche hier. Komm schon. Zeig deinen Kopf. Jawohl. Das war's mit ihm. Nochmal nachladen. Ist hier einer? Nee, hier ist keiner. Ganz vorsichtig, gehen wir hier überall rum. Mann, wie viele das auch sind. Jetzt wollte ich mich gerade an der Nase kratzen, dann kommt der hier rumgerollt. Oh, da ist Lebensenergie, die brauche ich aber noch nicht. Oh Mann, die fallen auch um, wie die fliegen. Ist ja Wahnsinn. Hier bin ich. Da steht einer. Trottel, da zeigt er seinen Kopf, ey. Was für ein Homo. Wow. Da steht nochmal einer mit Sturmgewehr. Das ist ja toll. Der ist doch... muss doch sterben hier. Gibt's ja nicht. Ist ja auch unglaublich. Mal nachladen hier. Mal ganz langsam. Sieht so aus, als wäre hier keiner mehr. Aber man kann nie vorsichtig genug sein. Sehr schön. So. Ich bin da. Und ich werde alles töten, was sich bewegt. Da kenne ich nichts. Oh Mann, wie Nico hier alleine einfach aufräumt. Das ist zu krass. So. Wo ist er denn jetzt, Kollege? Deine ganzen Leute sind down. Die haben nichts mehr zu melden. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kann man das nicht ausmachen? Das ist doch unmöglich. Wo ist denn der Typ? Nico, warum hast du denn deine Waffe weggesteckt?
Ich habe deine ganze Crew umgelegt, Mann. Und ich soll zu langsam sein. Okay, holen wir mal das SMG raus, dann können wir schneller laufen. Wo ist er denn hin? Ist er hier lang? Nee, der ist runter, oder? Der muss runter sein. Shit. Kacke. Nee, der ist oben. Der ist aufs Dach. So eine Kacke aber auch. Das sind sie ja auch noch Gegner. 100 Pro. Ah, oh, oder doch nicht? Ah, hier sind anscheinend keine mehr. Wo geht's denn hoch hier? Hier geht's hoch. Nee. Doch. Natürlich. Ach Gott, im Himmel. Ich hab doch gewusst, dass hier noch Gegner sind. Schweine, ey. Da überraschen sie mich so. Und dann treffen sie nix. Tja, selber schuld. Wo ist er? Da hinten. Oh, fuck. Lass mal mit der billigen Waffe das jetzt sein, hier auf mich zu ballern. Das war ein schöner Headshot. Fall runter. Jawohl. Platsch. Oh, das tut weh. Auf dem Geländer. Oh, fuck. Heftig. Heftigst. So, sonst noch irgendeine Probleme? Oh, Nico, du bist so cool. Er hat einen Baseballschläger in der Hand. Gib den mal her. Ach, da müsste ich das Messer hergeben. Das ist nicht cool. So, unser Auto steht da vorne. Ich bin doch kein Animal. Hallo. Ted is dead. What are you talking about? Ted, who's he? Sorry to hear about your loss. I'll be in touch, Nicky. Ja. Ja, war ein Freund von uns. Danke fürs Beileid. Alles klar. Alles klar, Ray. Ja, das war's auch schon wieder von mir und GTA 4. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ups, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.